Moin meine Freunde der gepflegten Selbstreparatur. Wenn ihr bei einem etwas älteren Miele-Trockner das Problem habt, dass euch die Restfeuchte zum Ende des Trockenvorgangs noch zu hoch ist, kann man diese Option noch etwas verändern. In dem Moment wird dann zwar die Restfeuchte nach wie vor gemessen, das Gerät gibt aber automatisch, wenn erkannt wird, dass die Wäsche trocken ist, nochmal etwas Zeit hinzu und das Trockenergebnis ist dadurch wesentlich besser. Um diesen Modus einzustellen, müssen wir die Taste kurz und schon gedrückt halten, schalten dann das Gerät ein. Sobald hier Trocknen und Kaltluft anfängt zu blinken, stellt ihr den Drehregler auf Koch- und Buntwäsche und seht hier P0. Dieses abwechselnde Blinken mit der 1 zeigt euch nur an, dass man diesen Wert verändern kann. Über die Starttaste könnt ihr hier noch die 1 hinzuwählen. Dann habt ihr diesen Modus ausgewählt. Ihr müsst dann einfach nur das Gerät wieder auf Ende stellen und ausschalten. Und im nächsten Trockenvorgang wird dann automatisch, wenn erkannt wird, dass die Wäsche trocken ist, noch etwas Zeit hinzugegeben. Wenn ich euch mit diesem Video helfen konnte, würde es mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt und meinen Kanal abonniert.